Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine leckere Tomatencremesuppe mit Hackbällchen. Keto geeignet, Low Carb und super lecker. Mehr sage ich nicht, guckt euch einfach das Video an. Als erstes mache ich die Hackbällchen. Dazu benutze ich ca. 250 Gramm Hackfleisch. Dazu kommt je ein Teelöffel Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Kumin und ein halber Teelöffel Thymian. Dann noch ein Ei und das Ganze knete ich dann gut durch, bis sich alles gut verbunden hat. Anschließend forme ich aus dem fertigen Hackfleisch kleine Bällchen. Ich teile mir das Hackfleisch dann immer so mit einem Teelöffel auf, damit die Bällchen ungefähr dieselbe Größe haben. Ich feuchte dann immer mal wieder meine Hände an und dann geht das auch ruckzuck. Für die Tomatensuppe erhitze ich einen Esslöffel Olivenöl und einen Esslöffel Ghee. Anschließend nehme ich einen gehäuften Esslöffel Tomatenmark und röste das ein wenig in dem heißen Fett an. Dann röste ich es noch ein wenig an mit den Gewürzen. Ich habe benutzt einen Teelöffel Paprikapulver, einen Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer und einen halben Teelöffel Knoblauchpulver. Dazu kommt jetzt nochmal eine halbe Tasse grob passierte Tomaten und eine ganze Packung fein passierte Tomaten. Die Packung fülle ich dann nochmal mit Wasser auf und gieße es zu der Suppe. Dann kommen 100 ml Sahne hinzu und anschließend habe ich nochmal 250 ml Wasser dazugegeben, weil es mir ein bisschen zu dickflüssig vorkam. Und dann zum Kochen bringen. Wenn die Suppe kocht, kann man die Hackbällchen hineingeben. Ich gucke dann immer, dass alles einmal gut aufkocht und dann schalte ich ganz klein und lasse sie nochmal so 10 bis 15 Minuten in der Suppe ziehen und dann ist die Suppe auch fertig. Ich hatte leider keine im Haus, aber wer es hat, sollte vielleicht noch klein geschnittene Petersilie über die Suppe streuen. Das ist wirklich sehr, sehr lecker und sieht auch toll aus. Ihr könnt die gesamten Zutaten nochmal unten in der Infobox ablesen oder ihr geht auf meinen Blog www.zutischbeimir.de. So, meine leckere Tomatencremesuppe mit Hackbällchen ist jetzt fertig. Ich werde die probieren. Dazu esse ich eins von meinen super leckeren Low Carb Brötchen. Das Rezept werde ich, glaube ich, auch drehen. Die sind super lecker und ich kann die auch nur empfehlen. Und die werden auch nicht so schnell hart und die sind total lecker. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. So, ich probiere jetzt mal meine Suppe. Super lecker. Probiert es unbedingt mal aus. Ist total einfach und schmeckt wunderbar. Und die Kinder lieben die auch. Ich kann es nur empfehlen. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und ich freue mich über jedes Kommentar. Und meinen Kanal könnt ihr auch abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Probier mal die Suppe. Okay. Okay, gut, einen Moment. Lecker.